Beate Besser, quasi von der Planung bis jetzt zu dieser Erfolgsfahrt ist das Werk von Patricia Rückesche. Na klar, die Favoritenwetter haben kurz durchgestaucht, aber diejenigen, die Mut bewiesen haben und ihr vertraut haben, die dürfen gleich die erste Schubkarre voller Geld abholen. Und so freuen wir uns auch auf den ersten Damenerfolg am heutigen Tag. Patricia Rückesche, und weil es so eine große Überraschung ist und sie jetzt das Publikum so richtig hören kann, dürft ihr gerne nochmal richtig laut werden. Unser Erfolgsapplaus für die Sensationssieger im zweiten Rennen. Blumen gibt es von Lisa Sophie, Heidi. Genau. Lisa, du darfst gerne ran. Das Pferd ist ganz lieb und die Fahrerin erst recht. Und dementsprechend sagen wir Gratulation. Patricia Rückesche, Gratulation erst einmal. Wir sind völlig überrascht. Sie auch? Ja, dass sie gewinnt, hätte ich nicht gedacht, aber dass sie gut geht, auf jeden Fall. Also wir sind tatsächlich sehr überrascht. Der Wettmarkt hat auch gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Es ist gegangen. Warum? Ja, wir haben den Training ein bisschen umgestellt, mehr hinter der Pferde gefahren und dann rausgenommen. Und heute hat sich der erste Kniegemaschen dran, die braucht es eigentlich keiner. Aber weil sie sich immer so schief hin und her rennt, vielleicht hat sie das gestört. Sie wirken ganz entspannt. Ich meine, Sie haben gerade Deutschlands Nummer 1 in einem spannenden Endkampf geschlagen. Aber das ist für Sie zwar nicht normal, aber kein Grund auszuflippen. Nö, auf keinen Fall. Ja, dann wir flippen aber auf jeden Fall aus, denn Sie kriegen nochmal den Applaus. Und wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Tolles Pferd. Eine große Überraschung und ganz ruhig im großen Erfolg. Das ist Patricia Rückesche mit Penner Wood. Gratulation. Ja, aber ja, meine Lisa Sophie und Lisa Sophie, und Lisa Sophie mit Angst vor Pferden kennst du nicht. Du hast doch selbst schon berühmte Pferde da. Ja, da gibt es tatsächlich welche. Da wurde dann zum Gespräch führen. Viele sind auch wegen dir heute hier. Ich wünsche dir einen ganz tollen Renntag und viel Spaß. Da gibt man ja auch irgendwann mal auf. Also, tolle Gäste beim Wildrenntag. Ich wünsche auch dir weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche mich ja